So, in dem Video hier geht es um verschiedene Medien, um Informationen von Mensch zu Mensch zu übertragen. Zum Beispiel über das Internet, aber auch ohne das Internet. Aber das Internet können wir so ein bisschen exemplarisch auch benutzen als eine Ansammlung von verschiedenen Submedien, weil das Internet an sich ist ja ein Medium, aber dann gibt es da natürlich noch verschiedene Arten im Speziellen. Und die, wenn wir so Informationen von Mensch zu Mensch übertragen, dann machen wir das ja hauptsächlich über Augen und Ohren, wenn es über die Distanz ist. Und es gibt natürlich auch das Kinästhetische über die Berührung oder man kann ja auch sogar kinästhetisch lesen durch Sprachen wie Braille zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt das Internet als Beispiel nehmen, ne, dann sind Augen und Ohren sind da die Sinne, die wir nutzen. Und wir haben Video, wir haben Audio, wir haben Bilder und wir haben das geschriebene Wort. Und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen Medien und warum macht das einen Unterschied? Das ist etwas, was mich beschäftigt hat und worüber wir hier nun sprechen werden. Gut. Die Medien unterscheiden sich darin, wie ich Informationen verarbeite, als der, der die Informationen erzeugt, zum einen, aber auch, wie ich Informationen weitergebe und auch die Menge an Informationen und dann auch, wie die Information aufgenommen wird. Beim Video ist es zum Beispiel so, dass ich sehr viel Informationen weitergebe, weil man hat hier das Visuelle und das Sichtbare. Das ist das Gleiche, das war jetzt total dämlich, wie ich das ausgedrückt habe. Ich meine natürlich das Visuelle und das Hörbare. So, das Visuelle und das Hörbare ist da beides drin im Video im Vergleich zum, wenn ich jetzt irgendwie eine MP3 habe oder sowas. Ne? Wenn ich das anhöre, dann habe ich natürlich nichts zum Angucken. Und wenn ich nur ein Bild habe, dann habe ich nichts zum Hören. Und ein Bild ist unbeweglich und ich kann natürlich auch ein Video machen, wo nichts zum Hören ist. Das geht natürlich auch. Und beim Lesen ist in dem Sinn nicht zum Angucken, weil die Symbole, die ich da auf einem Blatt Papier habe oder auch am Bildschirm, ja, einen Informationsgehalt haben, der, wie sagt man das, schlau, in dem Sinne nicht dem Symbol entspricht. Also so, ah, ich sehe einen krummen Strich, aber es ist ein O oder sowas. Genau, das heißt, wenn ich also jetzt das Video benutze, dann habe ich da ganz viele Informationen, die ich bei den anderen Sachen nicht habe. Zum Beispiel habe ich jetzt, dass ihr seht, was ich anhabe. Das sind Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht so super wichtig für dieses Video oder wo ich hier sitze. Aber meine Gestik seht ihr. Ja, und das ist was, was man auch nicht beim Bild in dem Sinne hat, also beim festen Bild. Beim festen Bild sehe ich zwar eine eingefrorene Position, aber keine Gestik und Mimik in dem Sinne, die ja dynamisch auch existiert. Das ist also eine ganz wichtige Sache, die fehlt, weil es wird ja auch gesagt, 70% der Information, wenn Leute miteinander reden, wird über die Gestik aufgenommen. Was natürlich nur beim entsprechenden Medium funktioniert. Also wenn ich lese, dann ist natürlich 0% der Information über die Gestik und Mimik. Und bei Audio, nur Audio, ebenfalls. Ja. Das heißt, ich habe hier ganz viel Informationen drin im Video, die ich nicht habe in den anderen Medien. Wenn ich Audio habe, dann habe ich ganz viele Informationen, also nur Audio, ohne Video, dann habe ich immer noch ganz viele Informationen, die fehlen, wenn im Vergleich zum Schreiben, dann habe ich ja die ganze Tonalität. Ne? Die fehlt ja komplett beim Schreiben. Ich kann zwar schreiben, wenn ich zum Beispiel einen Roman schreibe, ne, dann kann ich schreiben, er sagte,
leicht ironisch oder er sagte nasal mit dem Kopfschütteln oder sowas, ne? Das kann ich da alles machen, aber gerade wenn ich jetzt so Sachtexte, also sachlichere Texte habe, zum Beispiel wenn ich jetzt diesen Text oder dieses Thema textlich verarbeiten würde, geschrieben, dann würde ich da nicht schreiben, welche Gestik ich gerade gar nicht wirklich mache, während ich das schreibe, weil ich schreibe ja nur. Ja, also müsste ich mir dann ausdenken, wie meine Gestik ist. Oder ich nehme mich auf und schreibe dann, mache dann quasi so ein Transkript, wo die Gestik mit drin ist und auch die Tonalität. Aber wenn ich einfach aus meinem Geist aufschreibe, dann habe ich zwar auch im Kopf natürlich eine Tonalität, aber es ist ja nochmal was anderes, als wenn ich schreibe. Als wenn ich einfach spreche, meine ich. Und das macht natürlich auch einen riesigen Unterschied in der Kommunikation von den Leuten, was gerade dann rauskommt, wenn so Konflikte entstehen. Ne? Also das ganz oft, wenn Leute so einander schreiben, unklar ist, wie Sachen gemeint ist und man muss Sachen ganz anders ausdrücken, dass die Leute, der Empfänger es nicht falsch versteht, dass er wirklich das versteht, wie es gemeint ist. Das ist ein ganz riesiges Problem der Schrift, der Informationsweitergabe per Schrift. Deswegen ich zum Beispiel, wenn es so irgendwie ein bisschen heikler ist und ich mit jemandem kommuniziere, dann schicke ich immer Sprachnachrichten oder immer meistens Sprachnachrichten oder telefoniere oder schicke ein Video oder ein Videoanruf und so weiter und so fort. Da ist irgendwie so einfach Schrift oft funktioniert nicht so gut. Und ich hatte da auch schon ein paar Mal auf der anderen Seite Situation, wo es einen Konflikt gab und wo der andere dann irgendwie nicht telefonieren wollte. Das fand ich immer ganz, ganz interessant. Also, dass man dann quasi das Medium, was eine höhere Distanz hat, weil halt diese Schriftsprache eine höhere Distanz zum anderen erzeugt, als wenn ich jetzt eine Sprachnachricht schicke oder telefoniere oder Videoanruf und so weiter und so fort. Ne? Oder jemand steht vor einem natürlich. Das ist natürlich das Allerengste. Also man kommuniziert ja ganz anders mit jemandem, der vor einem steht, als mit jemandem, der ganz weit weg ist. Das ist auch was, worüber ich in dem Video mit dem Straßenbahnproblem, ich sage, ich über das Straßenbahnproblem rede, drüber geredet habe. Ja, dass die Distanz zum Gesprächspartner durch verschiedene Medien halt natürlich ganz stark verändert, wie wir miteinander interagieren. Entsprechend Scheiße sind oft irgendwie so anonyme Kommentare im Internet, weil da keine Verbindung richtig ist. Also man redet da ganz viel aneinander vorbei und es ist oft wirklich sehr ja, primitiv, könnte man sagen. Also es ist auch ein Phänomen, dass ich so ungefähr 50% der YouTube-Kommentare nicht verstehe. Ich weiß nicht, was die Person sagen will. So, also wirklich, ich verstehe nicht, was meinst du? Verstehe nicht. So, also man muss das auch lernen, da besser oder gut zu kommunizieren in der Schriftsprache, dass der andere weiß, wie ist das gemeint, was ist gemeint, was ist die Tonalität quasi auf so einer übertragenen Ebene und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt also, was ist wesentlich? Was ist das Wesentliche? Was muss ich transportieren oder was will ich transportieren? Man könnte jetzt natürlich irgendwie erstmal, wenn man kurz nicht nachgedacht hat, denken, ah, ist ja gut, irgendwie mehr Informationsgehalt. Stimmt ja auch nicht, ne? Stimmt natürlich nicht, weil mehr Informationen sorgt natürlich auch immer dafür, dass ihr in dem Sinne mehr zu verarbeiten habt, beziehungsweise auch zu filtern habt, beziehungsweise die Frage ist dieses mehr Informationen, ja, bringt das was oder bringt das nichts? Also ist es wichtig, meine Gestik zu sehen oder ist es nicht wichtig? Oder beziehungsweise, ich bin ja nicht im leeren Raum so. Also wie wäre das jetzt so einfach so weißer Hintergrund oder jetzt hier, ne? Im Auto. Wir haben jetzt einen Schnitt gemacht. Warum? Warum haben wir einen Schnitt gemacht? Das ist ja irgendwie so ein Gag, weil das erzeugt Aufmerksamkeit. Ihr seid jetzt vielleicht wieder ein bisschen da. Oh, anderer ist nicht mehr so monoton. Ne? Man braucht das, der Geist. Und deswegen gibt es auf YouTube immer so ganz arbiträre Schnitte. Also die geben auch gar keinen so richtigen Sinn. Ich weiß nicht, ob die Leute, ob da ein Schnitt ist, weil die sich kurz verhaspelt haben und so, aber es wirkt nicht so auf mich. Es wirkt so auf mich, als würden die einfach so schneiden, dass man wieder da ist. Also es hat auch so einen bestimmten Rhythmus irgendwie. Es sind so alle 10 Sekunden.
oder 15 Sekunden ist ein Schnitt, so oft kann man sich ja gar nicht verhaspeln. So, also so oft, ja, es wird ganz viel benutzt. Es ist irgendwie so, wie wenn, wenn das zu belanglos ist, was man da produziert und was man erzeugt, dann muss man so Schnitte erzeugen. Ja. Und im Vergleich dazu ist, wenn man richtig was, wenn was zu sagen ist, so, dann wozu schneiden, wozu diese ganze Schnabossi hier so mit dem ganzen Zeug. Also es ist ja nur Arbeit. Also, wie viel Arbeit es ist, dass ich mich jetzt hier reingesetzt habe und wir die Kamera neu eingestellt haben und so. Es ist halt so, dauert so lange. Es bringt überhaupt nichts. Es ist lustig, aber es bringt, es für das Video ist es total, es ist belanglos im Grunde. Also es wird da viel Zeit und Energie für Sachen gebraucht, die vielleicht gar nicht so nötig sind. Suboptimierung nennt mein Freund Sascha das. Ich habe vorhin auch am Anfang noch so einen Schnitt gehabt, da habe ich dann das Notizding auch nicht mehr in der Hand gehabt. Aber zwischen jedem Schnitt gucke ich da immer noch weiter rauf. Aber ich tue jetzt so, als würde ich das Ganze so durchgängig sprechen und gucke nicht auf meine Notizen. Das ist nämlich auch eine interessante Sache, ne? Also spreche ich komplett frei oder spreche ich in dem Sinne nicht frei, also abgelesen, so wie es jetzt irgendwie wie ein Teleprompter im Fernsehen bei den Nachrichten oder so. Ne? Also das ist ja der wirklich sagen, die kann man, da ist, es bringt überhaupt nichts, dass da Bild ist, dass man das sieht in dem Sinne, weil die Leute lesen das nur ab. Also es könnte auch komplett schwarz sein. Es gibt keinen Unterschied in dem Moment, wo da einfach nur vorgelesen wird zum Radio, wenn man einfach nur die sieht. Aber der Unterschied ist dann, wenn da andere Bilder noch reingenommen werden. Und wenn wir jetzt hier auch einen Schnitt haben auf eine zweite Kamera, ja, das macht es wieder irgendwie plötzlich kurz interessanter. Aber es ist im Endeffekt ist es total, total wurscht. Was aber interessant sein kann, ist, wenn ich jetzt hier irgendwie spreche, ich sag mal, ich spreche über Völkerschlacht von Leipzig oder so. Und dann würde ich jetzt hier, wenn ich jetzt gerade über die Völkerschlacht spreche, so rein, Schleime rein, Schlacht. So, wie Vorbereitung der Schlacht und so. Und erzeugen so Bilder. Also, dass man weniger sich das jetzt vorstellt selbst, sondern man hat Bilder dazu. Ne? Das ist ja das, was wenn ich einfach nur lese, wenn ich ein Buch habe, es ist ganz viel, es sind keine Bilder da. Also, wenn es kein Bilderbuch ist, es wird sich ganz viel vorgestellt. Und ganz interessanterweise ist es ja bei Kinderbüchern so, dass es in dem Sinne, weil Kinder können ja nicht lesen am Anfang, also ganz kleine Kinder, wenn die auf die Welt kommen, dass es aber auch, also dass es wie so ein Übergang ist in den Kinderbüchern, dass es ist von ganz viel Bilder und ganz wenig Schrift oder auch gar keine Schrift, gibt es ja auch so kaum Schrift. Was war das da? Gorilla. Gute Nacht, Gorilla. Ne? Jeder, der Kinder kennt, Gute Nacht, Gorilla. Da ist ganz wenig Schrift. Also die Eltern erfinden da auch oft noch was dazu. Also die erzählen noch extra als das, was da steht. So, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie dieses Gute Nacht, Gorilla gemeint ist, ob es da ein Konzept gab, ob ich jetzt als Elternteil da noch mehr quatschen soll oder nicht. Ne? Also wie war das gedacht vom Autor? Würde mich schon mal interessieren. Vielleicht ist das auch nicht gedacht. Muss er auch nicht sagen. Ist auch bei Kunst, man muss es nicht erklären. Man muss nicht die Intention sagen. Ist nicht nötig. Aber ich habe mich das gefragt. Bei Gute Nacht, Gorilla. Wie soll ich das machen? Ja, also wird also zuerst über ganz viel über Bilder gearbeitet und dann immer mehr über Sprache. Also weniger über Bilder. Ne? Und dann geht es auch dahin, dass es zum Beispiel das Kind dann ja auch mehr anfängt zu hören und mehr das zu begreifen, weil es mehr mit Sprache auch umgehen kann. Also dann kann ich halt Geschichten erzählen und das Kind versteht das oder auch Geschichten anhören, ne? Ein Medium, was es heutzutage gibt. Da hatte ich so einen interessanten Fall mit Ephraim, wo wir was gehört haben, Reggae Hase Boys. Das ist ganz fantastisch, das kann ich jedem empfehlen. Aber das war ganz interessant, weil das ist eigentlich zum Hören, es gibt es aber auch als Buch mit so Bildern, ein paar Bilder und halt Schrift, aber es funktioniert überhaupt nicht als Buch. Es ist total das falsche Medium, weil nämlich bei diesem Reggae Hase Bo es so ist, dass da ganz viel mit Musik gemacht wird. Und Musik kannst du ja nicht in Schrift verarbeiten.
Also außer du bist ein richtig krasser Musiker, also oder bist guter Musiker und hast dann da die Noten, liest die Noten und dann in deinem Kopf entsteht die Schrift, aber es funktioniert natürlich nicht. Entsteht die Musik, entsteht, funktioniert natürlich nicht für kleine Kinder. Also es ergibt gar keinen Sinn, weil die Musik enorm wichtig ist. Also es ist ein zentrales Thema dieser Geschichten, ist das Hören der Musik. Es funktioniert nicht ohne. Und deswegen ist diese Bücher davon sind wirklich unnötig. Also es ist Müll in dem Sinne. Es ist das eigene Konzept nicht verstanden. Und es ist wie so eine Sache, die jetzt ganz viel passiert. Guck mal, wer Kinder kennt, auch die Feuerwehrmann Sam. Feuerwehrmann Sam, das gibt es immer als alles. Also sie sind ganz schlau. Die verarbeiten, die haben das einmal erstellt, die Geschichte. Und diese Geschichte wird dann einmal verarbeitet nur als Audio, dann als Video, also wie das eigentlich mal so gestartet ist ursprünglich, als Video. Und dann auch nochmal als Buch mit so ein paar Bildchen. Und da gibt es dann teilweise auch verschiedene Versionen, also mit so längere Bücher und kürzere Bücher und so weiter. Also die eine Geschichte wird ganz oft verwertet, je nachdem, was die Eltern und Kinder dann, welches Medium die dann nutzen wollen. So, bei uns zum Beispiel Audio. Ja, die Audio-Variante wird von uns sehr viel mehr benutzt. Warum eigentlich? Ja, zum einen, weil das als Buch nicht wirklich so gut funktioniert, weil es halt auch viel mit Geräuschen und so weiter ist. Und zum einen, weil wir was dagegen haben, ne? Weil wir das kleinen Kinder nicht vor Bildschirm setzen wollen. Das ist ja auch was Interessantes. Ne? Also Bildschirm wird auch so auch intuitiv als was angesehen, was schwierig ist. Warum? Kann man sich fragen. Warum ist das so? Was ist da los, dass der Bildschirm, also dass ich die gleiche Geschichte, ich jetzt als Elternteil, im Bildschirm das als schwieriger erachte oder sogar wirklich als schwierig sage, nee, da bin ich eigentlich dagegen, während das als Anhören da, das ist alles cool, das ist super, so das anzuhören. Ja, das ist zum Beispiel, sagen wir auch Harry Potter, so Harry Potter. Ne, wenn das Kind irgendwie 12, 10, weiß ich nicht, Harry Potter liest, geil. Ne? Ah ja, liest Harry Potter, liest, super. Und wenn es dann so die gleiche Zeit, die es lesen würde, immer Harry Potter angucken würde, das wäre schon so, bin mir nicht so sicher, wie gut das ist. Ah. Jetzt bin ich in meinem Redestrom ein bisschen durcheinander gekommen in der Struktur. Also was ich ja eigentlich erzählen wollte, ist, dass mit Reggie Hasebo ist nämlich diese eine Sache, dass es das eine Element keinen Sinn ergibt. Also das Buch, dass das Medium Buch keinen Sinn ergibt. Und das andere war, aber es war ein ganz interessanter Moment, wo da geht es um König und Ephraim hatte das halt einfach nur gehört. Und da wird zwar in einer Folge mal so ganz kurz im Nebensatz gesagt, dass das ein Löwe ist. Das hat er nicht so richtig mitbekommen. Und dann war in diesem Buch, sind ja Bilder auch, und da war ein Bild vom König, der König als Löwe. Und das war Katastrophe für ihn, weil für ihn war der Löwe ein Mensch. Also das war seine Vorstellung, die sich da, die da in ihm war. Und dann hatte Annika mir auch erzählt, wie es für sie damals ganz krass war, den Film für Film zu sehen von Unendliche Geschichte, wo dann ja entsprechend Bilder sind, bewegte Bilder, und die ganz anders aussehen, als wie sie sich das vorgestellt hat. Also das ist das Ding. Ne? Also, wir kriegen mehr Informationen, aber ist das wirklich hilfreich? Ist das wirklich das, was wir haben wollen? Weil es natürlich auch die eigene Imagination in dem Sinne, vielleicht hemmt ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall verändert. Also weil, wenn ich so viele Informationen schon habe, dann muss ich in dem Sinne weniger von diesen großen Dingen ja selbst in meinem Kopf erzeugen. Und deswegen auch dieses, okay, wenn ich jetzt über die Völkerschlacht von Leipzig erzähle und jetzt hier Bilder zwischengeschnitten werden, also nachgespielte Bilder von der Schlacht, dann muss man weniger sich das vorstellen, wie das ist. Und deswegen ist das Buch und im Buch ohne Bilder ganz viel mit der Vorstellung. Ne? Und wenn ich das Buch verfilme und ich habe dieses Buch gelesen und ich lese dann und ich sehe dann diesen Film, das kann schwierig sein. Das kann sehr schwierig für einen sein, weil es halt auch das so überschreibt, also die eigenen Vorstellungen, die man hat. Und die Frage ist, will man das? Und das ist vielleicht auch das, warum das so entsteht, dass jetzt
das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, hier wird jetzt gesägt plötzlich. Ganz plötzlich wird jetzt hier gesägt und man hört mich jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Und das ist auch Teil dieses Mediums. Das könnte man jetzt schneiden zum Beispiel. Aber ist auch die Frage, was schneidet man? Wie viel ist jetzt einfach so diese Echtheit, diese Authentizität, dass es jetzt einfach hier diese Situation ist, die ein bisschen an den Witz aus Real Life Coaching aus dem Video erinnert. Beim Sprechen, wenn ich frei spreche, dann spreche ich ja ganz oft grammatikalisch nicht korrekt. Also es fällt uns immer wieder auf, wenn wir so Videos, wo ich quatsche, transkribieren und wo wir dann merken, oh, in der Schriftsprache, das ist unlesbar. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Man versteht überhaupt nicht, was da abgeht. Aber wenn man das hört, das versteht man alles. Weil wir Anakolute heißt das auch, dass ich so einen Satz auf eine bestimmte Art und Weise anfange, aber grammatikalisch auf eine andere Art und Weise verändere. Weil ich beim Reden meine Gedanken nach außen bringe, meine Gedanken verfertige nach außen und das quasi nicht nochmal so raffiniere, wie ich das beim Schreiben mache, weil ich langsamer schreibe, langsamer dann auch denke, das korrigiere, grammatikalisch richtige Sätze produziere und dann gerade, wenn ich am Computer bin, das ja dann auch nochmal ganz einfach editieren kann und verändern kann. Und man kann natürlich auch so sprechen, wie man schreibt, das muss man aber sehr üben und dann auch entsprechend langsam machen. Gadamer ist so ein Philosoph, der das ganz gut kann. Da gibt es Videos von dem, da spricht er, man könnte das genauso aufschreiben. Das ist wie so ein Buch. Das ist ganz interessant. Aber es ist eigentlich nicht so, wie wir normalerweise in der Sprechsprache kommunizieren. Es ist viel, viel mehr durcheinander, viel mehr so wie das Denken. So hin und her, plötzlich vom einen switchen zum anderen. Ein bisschen wie bei Berlin Alexanderplatz in dem Roman, dass da plötzlich so Sachen reinkommen und so weiter. Und deswegen auch dieses Durcheinander hier von der Art, wie ich spreche. Weil wo ich noch darauf hin jetzt kommen wollte, ist, dass also dieses, dass wir irgendwie ja das Gefühl haben, Lesen ist besser als Angucken. Das ist, weil vielleicht auch ist, das Lesen ist, du musst mehr selbst machen. Also wenn ich angucke, dann es ist ganz viel, ich muss ganz wenig selbst machen. Ich kann einfach da hinsitzen und konsumieren und beim Lesen ist es aktiv. Lesen ist das Aktives. Ich muss mich quasi anstrengen fürs Lesen. Und Lesen ist ja auch viel anstrengender. Eine Stunde Lesen ist viel anstrengender als eine Stunde gucken, als eine Stunde irgendwie Film gucken. Also es passiert mehr selbst und gleichzeitig ist dieses Ding, was man auch in sich selbst machen muss, als mehr, weil ich halt mir mehr Dinge vorstellen muss, mir das in Bilder verarbeite, die Sprache und so weiter und so fort. Ne? Also hier im Fall von Harry Potter oder auch irgendwie Berichte über Völkerschaft von Leipzig oder was auch immer. So, weil es ist halt irgendwie einfach noch mal was anderes, Herr der Ringe zu lesen, als es zu gucken. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das eine wirklich besser ist als das andere, aber es ist immer die Frage, mit welchem Medium will ich was konsumieren? Wie will ich das aufnehmen? Und was ist da in dem Sinne, wenn es um Kinder geht, wie wirkt das? Wie wirken die verschiedenen Medien auch auf Kinder? Weil Kinder fahren ganz oft ja auch ab auf diese Bildsachen, also auf die Videos und so weiter und so fort, weil es vielleicht auch gerade deswegen, weil es einfach ist. Und das ist ja auch das, was viele machen. Sie sitzen am Abend nach Hause und dann schön was gucken. Es ist einfach. Man kann leichter abschalten als dieses Aktive beim Lesen. Dazu kommt auch, wenn jemand vorliest, auch nochmal was anderes, als wenn ich selbst lese. Ne? Wenn ich Hörbücher höre, was ich viel mache, höre sehr gerne. Ich arbeite sehr viel über den Sinn irgendwie, so mein favorisierter Sinn. Und das ist aber dann auch so, dass natürlich die Intonation, die der Vorlesende macht, dann nicht unbedingt meine eigene ist und dann auch schon eine Interpretation. Es ist schon eine Interpretation, die jetzt darüber hinausgeht, und jetzt wird wieder gesägt zum Beispiel, die quasi mir die Interpretation nimmt, wie derjenige das wirklich sagt, wie die Intonation ist, wie die Stimmhöhe ist, die Stimmgeschwindigkeit und so weiter, die Sprechgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Beim Lesen kann ich also mehr selbst machen. Ich kann mir mehr vorstellen, mein Geist arbeitet mehr selbst und ich kann ja auch die Lesegeschwindigkeit selbst bestimmen. Also ich kann die Geschwindigkeit der Informationsaufnahme viel direkter und einfacher mitbestimmen,
steuern, als wenn ich hier zum Beispiel ein Video gucke, wo ich halt jetzt eine bestimmte Redegeschwindigkeit habe. Und natürlich kann man nochmal zurückspulen und je nach Medium, ja, wenn ich Fernsehen gucke, kann ich nicht unbedingt zurückspulen und so weiter und so fort. Also deswegen ergibt das Lesen ja auch oft Sinn für Sachbücher zum Beispiel, um die in der richtigen Geschwindigkeit, wie man das halt selbst braucht, zu verarbeiten zu können. So, also entsprechend ist es auch wieder, geht es hier auch wieder darum, ne, was ist das richtige Medium einfach, welches ich wähle. Beim Lesen mache ich also in dem Sinne mehr selbst. Ne? Also mein Geist wird nicht so eingenommen, weil ich auch quasi nicht in dem Sinne so viele Informationen bekomme. Ich stelle mir selbst Sachen vor und ich kann auch die Geschwindigkeit der Aufnahme ja steuern, der Aufnahme der Informationen. Also wie schnell lese ich, wie viele Pausen mache ich und so weiter. Das ist in dem Sinne schwieriger, wenn ich ein Video mir angucke zum Beispiel. Also es geht hier auf YouTube, weil ich zurückspulen kann und Pause machen kann, noch relativ gut. Aber wenn ich jetzt im Fernsehen gucke, dann geht es schon schlechter. Also in dem Sinne ist gerade auch so für sachliche Dinge, also für Sachthemen, das sehr gutes Medium, das Lesen, weil ich also da die Informationsaufnahme und Verarbeitung viel besser teilweise steuern kann. Aber natürlich kommt es ganz stark auf das Thema an und auf den Effekt auf die verschiedenen Effekte, die es die verschiedenen Medien erzeugen. Was auch eine Sache ist, ist die Qualität der Informationen in dem Sinne, dass wenn ich zum Beispiel heutzutage sehr hochqualitative Videos habe im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, dass ich zwar auch hier wieder mehr Informationen habe, aber das ist auch nicht unbedingt, dass es den Effekt verbessert. Also diese alten Videos oder diese alten Tonaufnahmen, die irgendwie alle so verkrisselt sind und wo ich nicht so viel sehe oder die Framerate irgendwie niedriger ist und so weiter, es ist nicht unbedingt schlechter. Also es erzeugt halt einfach einen anderen Effekt. Und teilweise guckt man so neue Videos und denkt so, ah, es war eigentlich auch für manche Sachen auch besser, als man da noch nicht so genau alles gesehen hat und so. Und, also es hat teilweise viel besser funktioniert, auch gerade wenn so bei Bewegungen, schnelleren Bewegungen, das erzeugt einfach einen anderen Effekt so. Und in dem Sinne ist höhere Qualität in der im Informationsmedium, also ein Video, was eine bessere Qualität hat, ein Audio, was eine bessere Qualität hat, oder besser lesbare Schrift, nicht immer auch in dem Sinne besser, erzeugt nicht immer auch einen besseren Effekt. Also es kommt dann immer wieder drauf an. Für das Video hier hatte ich auch ursprünglich irgendwie mal gedacht, ob ich hier drei verschiedene Medien benutze, um diese Kontemplation also zu publizieren. Also zum einen wie Schrift und dann Wechsel zu Gesprochenem und dann zu Video. Und ich habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich dachte, ach, das ist ein bisschen viel Hackmack jetzt irgendwie. So ist auch gut. Einfach Video hier und das funktioniert jetzt, glaube ich, auch als Medium für das, was ich jetzt hier nach außen bringen will. Auch wenn Schrift, glaube ich, auch sehr passendes Medium hier wäre. Gut, das ist genug des Geredes.